So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Pokémon Go. Der nächste Raid-Boss-Wechsel hat stattgefunden. Regigigas ist weg. Das Seen-Trio ist in den Raids. Wir möchten wieder einen Community-Raid machen, den neuen 5er Raid-Boss begrüßen. Das ist bei uns Vesprit. Dann gibt es noch Selfie Tobuts, aber die nur in ihren Regionen. Da wird es Samstag und Sonntag Raids für Zuschauer geben. Vielleicht eine Stunde, zwei Stunden, je nachdem, dass diejenigen, die den Eintrag wirklich noch gar nicht haben, auch die Möglichkeit haben, da den Eintrag von Selfie Tobuts zu bekommen. Ich befinde mich jetzt hier in Helbar. Helbar ist irgendwie so ein Viertel, ein Stadtteil von Meiningen. Und hier ist eine Arena, eine Kirche, hat Pupsi noch nie gehört oder gesehen. Da bin ich jetzt mal hin und bin total verwirrt. Erstens sind wir hier mitten an der Straße, da ist so eine 30er-Zone. Da pirschen die Autos lang. Dann habt ihr da hinten irgendeinen komischen Turm. Dann habt ihr da ganz viel Berg und Gebirge. Dann habt ihr hier eine Einfahrt. Da bin ich gerade rein und habe mich da rückwärts reingestellt. Und als ich raus wollte, um zu gucken, was hier abgeht, habe ich die ganzen Blumenblatt getreten. Und dann ist hier so ein Haus. Und hier steht Only in Peace. Das ist ja alles schön und gut. Aber die eigentliche Arena befindet sich hier eingezäunt. In diesem Bereich. Da haben wir hier ein Tor. Da gehen wir jetzt mal rein. Und wollen euch mal die Kirche zeigen, beziehungsweise die Arena. Ich zeige euch auch gleich noch die Konter. Alles, was man also für Vesprit braucht. Aber erstmal muss ich mich hier ein bisschen umgucken. So, hier können da rein. Hier ist ein Weg, hier kann man hoch, hier seht ihr schon, da kommt plötzlich ein Stephen King seine Villa, also hier so eine Kirche im Grün, da ist ein Türchen, da ist eine Treppe, machen ein kleines Outdoor-Unboxing-Video, genau, wir packen jetzt die Kirche aus. Habe ich noch nie gesehen, ich bin das erste Mal hier, sieht auf jeden Fall genial aus, deswegen laufen wir einmal ganz drum rum. Dann zeige ich euch noch, was ich an der Tankstelle gefunden habe, was irgendwie gerade hierzu passt vom Feeling. So, hier, nächste Fenster, nächste Gitter. Da oben ist der Kirchturm. Hier sind zwei kleine Tannen. Ihr wisst bestimmt ganz genau, was das ist, welche Sorte Tannen. Naturin würde die bestimmt wieder essen. Hier habt ihr jetzt noch eine Treppe und ein großes Eingangstor. So. Das sieht doch auf jeden Fall heftig aus. Wir müssen uns nur was überlegen, wo wir jetzt die Handys platzieren können, wo ich mich platzieren kann. Zur Not setze ich mich einfach auf die Treppe, chill hier, warte bis der Raid aufgeht. Aber eins möchte ich euch noch zeigen. Und zwar war ich gerade an der Tankstelle. Ich musste nämlich noch tanken. Und bei der Tankstelle, da ist immer so ein Bereich, da liegen immer Bücher gratis zum Mitnehmen. Und da lagen jetzt zwei DVDs, beziehungsweise lag hier diese Blu-ray, kenne ich nicht, Oktober, November. Wenn ihr das kennt, schreibt es mal in die Kommentare, weil es kostenlos war, habe ich das einfach mitgenommen. Was ich aber viel krasser finde, da lag diese DVD, Die Nacht der lebenden Toten von George A. Romero. Kultklassiker. Das Prequel zu Dawn of the Dead, ungeschnitten. Wenn ihr Dawn of the Dead kennt, einer der krassesten Zombie-Filme ever, und dann das Original, Die Nacht der lebenden Toten, dann frage ich mich, wie kommt das ungeschnitten in die Ramschbox bei der Tankstelle? Den muss ich mir unbedingt mitnehmen. Das ist auf jeden Fall brutal. Und das auch noch hier jetzt, nicht auf dem Friedhof, aber bei einer Kirche. So. Ich gucke jetzt mal, wo ich mich hin positioniere, lese euch dann die Konter vor, wen wir einladen und machen hier den ersten Community Raid mit Vesprit in Meiningen Helbar. So sieht's gut aus, so sieht man mich wenigstens. Night of the Living Death. Dead. So, noch 2 Minuten, dann geht der Raid auf. Ich habe mich jetzt mal positioniert und eigentlich sieht man ja von unten dicker aus, weil das bei mir aber gar nicht mehr geht. Ich gerade keine Vogelperspektive machen kann, mache ich jetzt die Froschperspektive und finde trotzdem, dass das irgendwie was hat. Ich will jetzt noch mal kurz rübergehen, euch im Community-Tab auf dem Kanal zeigen. Das ist Vesprit 1747, 2184. Könnte man wohl sogar im Duo besiegen. Alle drei sind wohl im Duo möglich, glaube ich. Das Ding ist vom Typ Psycho, was mir direkt einfällt.
Despoter Armee bis Knirscher. Beziehungsweise sollte Despoter in dieser Saison ja auch Wirbler erlernen. Also bis Wirbler und damit dann gefühlt das beste Unlicht-Pokémon der Welt werden. Hier ist jetzt aufgelistet, ihr könnt natürlich auch Geist, Käfer oder Unlicht nehmen. Deswegen ist Skelabra mit Bürde Spukball auf Platz 1 als, ja gut, Schabell hat wahrscheinlich keiner großartig hochgezogen oder ein gutes. Das lassen wir einfach mal weg, da ist ein Käfer. Ansonsten seht ihr ganz viele Unlichter und Geister. Ich empfehle immer noch eine Despoter-Armee, weil die sollte jeder ganz schnell haben. Es hatte ja schließlich schon einen C-Day, zwei C-Days, Classic C-Day war auch dabei. Lavitan, Pokémon, was man immer kriegen kann. Auch aus Eiern, auch bei diversen Events als wilde Spawns. Also wer die Legendären nicht hat oder die Mysteriösen oder Monetico oder sowas, setzt auf Despoter, Despoter-Armee. Skelabra, auch ein C-Day-Pokémon, sollte man auch haben. Die reichen bestimmt aus, nehmt das, dann könnt ihr kämpfen. Wen lad mal jetzt ein? Ich habe den Raid gepostet für 12.06 Uhr und habe hier, glaube ich, nur 5 Leute zum Einladen. Und zwar Henry Niki, Excavador, Bowling Ball, Chefe 24 und Exini. Jetzt hat sich Bochum dazu geschrieben, aber der Raid ist jetzt schon auf. Den werde ich wohl jetzt nicht mehr noch einladen können, außer der ist schon bei dem Samyang-Account drauf. Das sehen wir gleich. Ich gehe nämlich jetzt öffentlich rein. Bis eben habe ich gewartet. Jetzt kann ich leider nicht mehr warten. Werde jetzt hier einfach öffentlich die Pässe reinschmeißen. Einen Vesprit-Raid machen an der Dorfkirche Helber. Hier habe ich mir die eingespeichert. Excavator, Chefe, Exini, Bowling Ball, Henry Niki. Jetzt gucke ich mal, ob der Account hier Bochum hat. Bochum 92 ist beim Nudel-Account sogar auf der Liste, das heißt, ich kann ihn doch einladen. Pupsi müsste auch in der Lobby sein, die steht nämlich unten an der Straße mit dem Jonas im Auto. Es schläft gerade, wir waren gerade unterwegs, mussten in der Stadt was abgeben, sind jetzt hier vorbeigekommen und wollen jetzt kurz sich den Raid schnell mitnehmen, dann wieder heim und dann, ja. Heute ist übrigens Kindertag. Wer das nicht wusste, heute ist Kindertag. Grüße gehen raus an alle Kinder da draußen und irgendwie ist die Lobby mega voll. Obwohl halt natürlich wieder niemand hier ist. Das heißt, ohne Fanraids würde ich alleine hier sitzen und müsste alleine hier den Raid machen. Shenaya, Bloody Tears, Ramses Greatest, Super Sunny, Aquana Girl, Linus, Exidy, Pokehunter, Excavator, Henry Niki, Pokehunter, nochmal Bowling Ball, Chefe, Ramses, der Dicke. Habt ihr euch die WP-Werte gemerkt? Für das 100%ige. Das Ding kann natürlich auch shiny sein. Selfe Tobutz kann auch shiny sein. Selfe gibt es ja nur im Asienraum. Die sind uns immer ein bisschen voraus. Das heißt, wenn es bei uns 10 Uhr ist, ist es bei denen meistens schon 17 Uhr. Was mich veranlasst, am Samstag vielleicht ab 10 Uhr trotzdem mal Selfe-Raids für Zuschauer zu machen. Einfach zu probieren, dass ich vielleicht 1-2 Stunden das anbiete, wer den Eintrag wirklich noch gar nicht hat, dass der sich da ein Selfe aus einem Fanraid holen kann, fangen kann. Und Tobutz, Amerika, die hängen uns natürlich hinterher, die sind nicht voraus, die hängen hinterher. Da müsste man nachmittags gucken, vielleicht ab 16 Uhr oder so. Ne, warte mal, das sind ja 6 Stunden. Um 6 gehen die Raids schon los. Ab 12 Uhr, theoretisch könnte man am Sonntag vielleicht ab 12 Uhr Tobutz Raids anbieten. Für 1-2 Stunden. Weil die dann aber frisch aufgehen, würde ich eher auf 13 Uhr setzen. Ich muss es mir noch genau überlegen, aber ich würde jetzt so sagen, Samstag ab 10 Uhr 2 Stunden Selfe Raids im Asienraum. Und Sonntag ab 13 Uhr für 2 Stunden vielleicht Tobutz Raids im amerikanischen Zeitzonenraum. Wer also noch eins braucht, egal ob Selfe oder Tobutz, macht mit bei Raids für Zuschauer am Wochenende. Wer Vesprit braucht, der ist erstmal ein bisschen auf sich allein gestellt oder nutzt die Raid-Gruppe. Link in der Beschreibung. Da werde ich täglich meinen Vesprit-Raid rein posten, wo ihr auch mitmachen könnt. Den ersten gibt es immer hier mit Video, alle anderen immer in der Raid-Gruppe dann. Da könnt ihr eure Raids auch reinposten oder wenn ihr seht, andere haben gepostet, schließt euch mit an. Wir müssen zusammenhalten in den schweren Zeiten, aber wenn ihr Mitstreiter sucht für euren, postet den da rein. Ansonsten, ja, gibt es auch noch Poge-Raid, glaube ich, wenn das so hieß, schon ewig nicht mehr gesehen. Poge-Raid, die App für Raids, wo ihr auch Fan-Raids machen könnt rund um die Uhr.
für alle anderen Sachen. Hat mit uns nichts zu tun, kann ich aber trotzdem erwähnen. Ich will ja, dass euch geholfen wird. 1712 hat das auf dem Kleinen, 1709 hat das auf dem Großen. Jetzt musste ich nicht mal großartig gucken, wie man den Kreis einstellen muss, weil der ist einfach schon drin. Ich habe den ersten Ball geworfen, er ist direkt drin. Dabei habe ich mega schlecht geworfen, ist jetzt auch das leichteste und das kleinste. 100er habe ich am Start. Jetzt muss ich mal gucken. Vesprit, hier. 100er ist am Start. Vesprit vom Rico. Das gab es nämlich mal wild. Das würde ich vielleicht hochziehen, wenn ich genügend Bonbons habe. Ich habe 178. Zwei Raid Manias kriegt das Ding, glaube ich. Das wird mein Ziel sein, wenn Vesprit weg ist, 100% Vesprit hochzuziehen auf Level 50. So, und damit beenden wir das Video. Ich würde sagen, schreibt mal rein. Habt ihr schon ein Shiny? Habt ihr was anderes? Wie sieht's bei euch aus? Wie ist eure Ausbeute bisher gewesen? Was habt ihr für Ziele? Henry Niki ist Glücksfreund geworden. Grüße gehen raus. Wir sehen uns später. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.